Werden Bill und Tom Kaulitz die Wetten, das Nachfolger von Thomas Gottschalk? Der Moderator selbst scheint davon alles andere als begeistert zu sein. Thomas Gottschalk will Kaulitz-Zwillinge nicht als Nachfolger. Nicht die richtige Entscheidung. Am 25. November moderierte Thomas Gottschalk, 73, zum letzten Mal Wetten, das und sorgte in seiner letzten Ausgabe mit einigen abfälligen Sprüchen gegenüber Rapperin Shirin David, 28, für einen Eklat. Doch seitdem die letzte Folge mit dem Lockenkopf über die Bildschirme geflimmert ist, stellt sich die Frage, wer in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk treten wird. Als Nachfolger für die Moderation wurden bereits Bill und Tom Kaulitz, beide 34, spekuliert. In ihrem Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood hatten die Zwillinge darüber gesprochen, Wetten, das. Fragezeichen, 2025 übernehmen zu wollen. Tom, du hast die News platzen lassen, bei der 1Live-Krone-Danksagung. Wir werden wetten, dass. Übernehmen, erklärte Bill. Sie versprachen, 2025 mit einem neuen Konzept zu wetten, dass. Fragezeichen. Zurückzukehren. Bis dahin wird viel passieren, wir werden vieles ändern, wir setzen uns mit dem ZDF zusammen. Thomas Gottschalk, das ZDF führt keinerlei Gespräche, weder mit dem einen noch mit dem anderen Kaulitz. Davon zeigte sich Thomas Gottschalk im Podcast Die Supernasen, den er gemeinsam mit Mike Krüger, 72, führt, alles andere als begeistert. Ich habe natürlich gleich nachgefragt, ob dem so ist, weil es mich natürlich interessiert, was aus dieser Sendung wird. Das ZDF führt keinerlei Gespräche. Weder mit dem einen noch mit dem anderen Kaulitz und auch nicht mit Heidi Klum, die ja sozusagen erziehungsberechtigt ist für die beiden. Also insofern ist das eine Art von Ente und es wäre, glaube ich, auch nicht die richtige Entscheidung, wetten, dass. Fragezeichen. Mit den beiden weiterzumachen. Doch damit nicht genug, der 73-Jährige wetterte weiter gegen die Zwillinge, dass diese ja nicht einmal ihrer eigenen Sendung hätten gerecht werden können. Die Musikshow That's My Jam der beiden wurde bereits nach wenigen Folgen abgesetzt. Mike Krüger fand, das ist natürlich immer das Problem, dass Leute dann immer alles vom Prompter ablesen und dann wird's auf längerer Strecke schwierig, weil er hakt oder zu schnell oder zu langsam läuft. Doch ob Bill und Tom Kaulitz sich auf derartige Hürden bei Wetten, das einstellen müssen, bleibt abzuwarten. Zumindest Thomas Gottschalk scheint sich sicher zu sein, dass die Zwillinge nicht seine Nachfolger werden.